So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu ARA, History Untold. Wir sind da, noch ein weiteres Spiel, auf das ich lange gewartet habe und was jetzt rausgekommen ist am 24.09. Und da wollen wir auf jeden Fall mal reingucken. Viele werden sagen, das ist ein Civilization-Klon. Würde ich nicht sagen. Ich finde, es hat nicht viel mit Civilization gemeinsam. Es ist eher wie ein Humankind. Ich gehe kurz die Einstellung mit euch durch. Ja, es ist mehr wie ein Humankind. Und deswegen geht es andere Wege. Und ich würde es nicht vergleichen mit Civilization. Wer ein Civilization erwartet, wird enttäuscht. Es hat ein bisschen mehr Micromanagement. Man muss ein bisschen mehr im Detail planen. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt auch. Auf jeden Fall kann man alles schön einstellen, nicht wahr? Bildschirme, Kartenzoom, Grafik, wie es euch gefällt. Und ich klicke auf Einzelspieler, neues Spiel. Nofre Tete, Königin und Pharaonin von Ägypten und Vertreterin des Atonismus. Okay, gibt sogar deutsche Vertonung inzwischen, sehr schön. Also ich kenne es generell nur auf Englisch, die deutsche Übersetzung soll wohl noch nicht so gut sein. Wir werden mal gucken, wie die so ist. Wir gehen mal die einzelnen Leute durch zum Start, nicht? Bevor wir wirklich reinspielen. Also, Höfe und deren Upgrades liefern zusätzlich plus eine Nahrung pro Zug. Oh, das ist schon stark, oder? Wenn sie in einer Region platziert werden, die an einem Fluss angrenzen. Okay, Einschränkung. Aber 25% Forschungskosten, weniger Forschungskosten für Religion. Okay, wenn wir auf Religion gehen, ist sie stark. Museen gewähren Stadtzufriedenheit. So, die Werte, die ersten, die wir lesen. Aha, es gibt Forschung, es gibt Religion, es gibt Nahrung, es gibt Züge im Sinne von Runden und es gibt Zufriedenheit. Kennt man bisher von Civilization, nichts Ungewöhnliches. Sie ist agrarisch, hat zwei Händler, sie ist großzügig. Ist überzeugend, jeden fünften Zug Dauer, das goldene Zeitalter kriegt plus 5 Zug Dauer rauf, okay. Und, ich weiß, was ich vergessen habe. So, sieht das schon besser aus. Muss ja noch eine kleine Sache einstellen, spirituell ist sie auch. Macht ja auch Sinn, wenn sie Religionstechnologien möchte. So. Ich würde sagen, aber ich setze mich mal für euch ein bisschen um. Das ist immer so die Frage, nicht? Man fängt ein Spiel an, man weiß leider nicht, wo die Sachen landen. Vielleicht gehe ich mal heute hier hin. Ich glaube, da steht nicht viel. Genau. Wen haben wir denn noch? Also ich habe die Premium Edition. Das heißt wahrscheinlich ein paar mehr, als wenn ihr die normale Edition kauft an Oberhäuptern. Ich weiß nicht, welche im DLC der Premium Edition wirklich mit drin sind. Stand auch nicht da. Was ihr aber könnt, ihr könnt auch noch verschiedene Aussehen für eure Herrscher auswählen und eurem Styling ein bisschen anpassen. Harun genau. Al-Rashid, sagenumwobener Kalif des Abbasiden-Kalifats. Okay, der hat hier plus 2 Forschung, liefert auch 10% Forschung, ist karamatisch. Das goldene Zeitalter Punkte pro... Okay. Punkte, die zu einem goldenen Zeitalter führen, kriegen wir plus 1 bei ihm pro Zug automatisch mit. Er hat plus 20% Prestige durch Bau von Triumphen. Triumphe sind sowas wie Weltwunder in Civilization. Und er ist wohltätig. Wohlstand in unserem Hauptort ist um 15 erhöht. Aber nur in der Hauptstadt, nicht? Forschungsabkommen liefern mehr Forschung. Und ja, wen haben wir hier noch? Eva Peron, Filmstar, Aktivistin und Politikerin. Okay, der Palast liefert Wohlstand, Gesundheit. Monumente liefern Zufriedenheit und Wohlstand. 20% Bauproduktion für Amphitheater, Theater, Opernhäuser und Stadtzufriedenheit. Uff, das bedeutet also, wenn wir eher auf einen Sieg mit Theater und Co. gehen... Dann werden wir bei ihr, also Kultursieg, nicht? Werden wir hier gut beraten. Plus ein Wohnraum in Städten, die nicht der Hauptort sind. Okay. Weiß ich nicht, was das für eine Auswirkung hat. Mehr Wohnraum bedeutet, glaube ich, dass man mehr Industrien bauen konnte. Am Ende.
10 Zufriedenheit und 10 Wohlstand für Städte, wenn wir uns nicht im Krieg befinden. Oh, das ist gut, eher eine friedliche, nicht? Goldene Zeitalterpunkte und die goldenen Zeitalter sind länger. So, ich würde jetzt nicht alle durchgehen, das sind sehr, sehr viele. Ich würde sagen, die erkunden wir nach und nach. Hat denn jemand irgendeine Präferenz? Manche erkennt man ja auch. George Washington müsste das sein? Nee. Cesare Beccaria, italienischer Aktivist. Wo ist denn Washington? Da. Und Strafrechtsreformer. Okay. Was ist Italien? Kosten für Forschung gesenkt. Handwerkliche Produktion für Bücher, Weber und Künstlerateliers. Die liefern zusätzlich Stadtzufriedenheit und Gesundheit, wenn wir Bücher freigeschaltet haben. Okay. Plus 3 Wohnraum in unserer Hauptstadt. Alles klar. 10 Zufriedenheit und 10 Wohlstand für alle Städte, wenn wir uns nicht im Krieg befinden. Minus 10 Stärke für Streitkräfte außerhalb des Gebietes. Plus 10 Wissen für alle Städte. Der klingt gar nicht schlecht. Ich würde sagen, den nehmen wir, oder? Wenn es keine Widersprüche gibt von euch, würde ich sagen, nehmen wir den guten Herrn. Und ja, rein mit ihm. Wollen wir ihn noch umziehen? Ich mag ja grün, aber blau ist natürlich auch passend. Nehmen wir erstmal ihn. So, Schwierigkeit. Knappe, Baron, Vicomte, Graf, Marquis, Prinz, Herzog, Großherzog, König, Kaiser. Wir bleiben mal bei normal. Kartentyp. Gehen wir auf neue Karte generieren. Hier können wir die Kartengenerierung entsprechend beeinflussen. Kennt man alles auch von Civilization und anderen Spielen. Superkontinent, globales Archipel, Weltrücken, 4 Kontinente, fraktale Küsten, großer Binnenozean, kontinentaler Ishtar oder Isthmus. Da muss ich auch gucken, was das ist. Das ist. Dass es eher kontinentaler wird oder sowas mit. Ja, so ein bisschen Norwegen oder sowas in die Richtung oder Schweden, glaube ich. Zwillingskontinente. Fraktale Küsten, 4 Kontinente. Das gleiche Problem hat das Spiel aber auch wie Civilization. Man startet relativ dicht bei irgendeinem Spieler, dem man natürlich relativ schnell auf den Piss geht und gegen den man dann kämpfen muss. Deswegen heißt es auch hier relativ flink zu sein am Anfang. Ich sag mal 4 Kontinente, dann sind wir auf jeden Fall ein bisschen weiter auseinander. Ich sag Kartengröße groß auf jeden Fall. Umschlossene Karte. Östlich und westlicher Rand der Karte berühren sich. Heißt, man hat einen Donut und kann halt einmal rum um die Welt und ist nicht am Rand gefangen. Wenn das aus wäre, wäre es wie bei Civilization 4. An ist es wie bei Civilization 6 zum Beispiel. Obwohl man es da, glaube ich, auch einstellen kann. So ein Startwert, ja, drücken wir ein paar Mal. Axiale Neigung kann man sich auch wie von anderen Planeten aussuchen. Erde 23 Grad, feucht, mild, boreal, polar, heiß, ne, kennt man auch. Feucht, nicht feucht. Okay, Übersetzung nicht ganz so gut. Und nochmal hallo, Anime-Katze. Arid, Semiarid, Monsun. Ja, die Übersetzung hier ist anscheinend falsch. Das eine müsste wahrscheinlich tropisch heißen. Feucht, tropisch. Wir bleiben mal bei dem, was ausgewählt ist. Und Meeresspiegel, trocken, seicht, durchschnittlich, hoch und globaler Ozean. Nation mache ich auf jeden Fall weniger. Ich möchte nicht so viele haben. Nicht anpassen, das ist mir egal. Erweiterte Einstellung, Zuglimit. Ich möchte auf jeden Fall eine lange Runde, wenn wir schon spielen, eine Weile. Zufällige Technologie ist deaktiviert. Wir lassen mal die Technologien, wie sie sind. Culling menschlicher Spieler. Okay, was bedeutet das? Wenn aktiviert, werden bei Aktübergängen die untersten Nationen aussortiert. Andernfalls werden bei Aktübergängen nur KI-Nationen aussortiert. Ich mach mal aus. Sonst wären wir wahrscheinlich aussortiert, gerade bei der ersten Runde. Auch wenn wir der Letzte sind und uns ein bisschen durch das Level quälen, ist es ja zum Lernen jetzt am Anfang. Von daher gehen wir mal rein. Vegetation, Mitte, Tierwelt, Mitte, Erz, Mitte nicht. Es laufen Tiere rum, es gibt Erze auf der Karte, es gibt Vegetation. Ich würde sagen, damit haben wir so die großen Punkte abgeklärt.
Und ich sage, Spiel erstellen. Jetzt wird natürlich noch die Karte generiert. Und dann landen wir mitten im Spiel. Und hallo Mkono, auch dir. Hallo, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich auf jeden Fall. Dann können wir zusammen mal was anderes genießen. Ich weiß, es ist Special Interest und ich werde damit vielleicht alleine dastehen. Aber vielleicht guckt es ja der eine andere auch als Video und hat auch Spaß an Rundenstrategie. Ich auf jeden Fall. Stimme der Vernunft. Cesare Beccaria, Koryphäe der Aufklärung. Unsere Worte werden erneut gebraucht, um die nachfolgenden Generationen in ein Zeitalter der Gerechtigkeit und der Vernunft zu führen. Die Prinzipien des rationalen Denkens und der Rechtsstaatlichkeit, für die wir so leidenschaftlich eintreten, werden auf die Probe gestellt, während wir einer gefährlichen Welt gegenüberstehen. Aber es ist doch eine Welt mit unbegrenzten Möglichkeiten für alle. So ein Ding ist es nämlich. Eine Welt mit unbegrenzten Möglichkeiten für alle. Wäre schön, wenn es auch so ist. Ich sehe, meine Kamera ruckelt ein bisschen. Ich werde das mal beheben, dieses Dilemma. Weil das nervt mich ziemlich. Das Spiel, oder beziehungsweise die Elgato-Software ist nicht gut, wenn es darum geht, sich Ressourcen mit anderen zu teilen. Ihr habt das Problem, wenn ihr öfter mal Videos guckt, schon mitbekommen. Aber das lässt sich umgehen. Indem ich die schlechte Elgato-Software einfach abschieße. Dann muss ich nur aufpassen, wenn ich hochgehe, dann kann die Kamera mich nicht verfolgen. Ich bin also ein bisschen fixiert heute. Aber dann ruckelt es nicht so. Macht ein angenehmeres Bild für uns alle. Und ich würde sagen, danke für die Mag-Ich-Bewertung. Mag-Ich-Bewertung immer wichtig. Gerne auch abonnieren. Wir sind kurz vor den 1000. Jeder hilft. Und ich würde sagen, wir beginnen. So. Möchtest du dem Tutorial folgen, während du spielst? Ich würde sagen, ich mache für euch das Tutorial an. Und wir gucken mal rein. Zack. Ist es wie Civilization? Die Antwort lautet nein und ja. Wenn du oberflächlich raufguckst, würdest du denken, es ist ein Civilization. Wenn du aber ein Civilization erwartest, kriegst du kein Civilization. So könnte man das sagen. Es ist anders. Es ist eher wie ein Humankind. Es geht andere Wege, ist aber ein hexbasiertes Spiel, wobei Hexfelder sind hier. Man sieht die Umrisse unserer Nation. Auch nicht wirklich Hex. Es sind eigentlich eher Dreiecke. Und davon 6 Stück, aber auch nicht immer. Ihr werdet sehen, es geht andere Wege. Es ist auf jeden Fall, ich finde es gut gemacht. Mich hat es gecatcht. Und wir werden eine riesige Nation aufbauen. Es sieht sehr, sehr gut aus, finde ich auch. Das UI, ich hoffe, die haben auch mein Feedback ein bisschen einfließen lassen. War an manchen Stellen ein bisschen umständlich, gerade wenn man viele Städte hatte. Bin ich gespannt. So, willkommen bei ARA History Untold. Willkommen bei ARA. Wir möchten dich auf deine Reise begleiten, während du versuchst, Prestige zu erringen und dich gegen alle anderen Nationen durchzusetzen. Klicke mit der Maustaste auf Weiter. Okay, krieg ich hin. Die Welt wartet darauf, erkundet zu werden. WSAD, linksklicken, ziehen. Okay, das kennen wir. Position 1, bla bla, weiter. Hier deine Tutorial-Checkliste, mit der du dich im Auge behältst. Was? Da oben? Wie es weitergeht. Du kannst sie verschieben, minimieren und mit ihr interagieren. Klicke auf die Stadtansicht-Symbol, um deine erste Lektion zu aktivieren. Okay. Stadtansicht öffnen. Jetzt gucken wir uns erstmal ganz gemütlich das Spiel an. Wir haben eine Weltkarte, die ist noch sehr im Nebel liegend. Man erkennt nicht viel. Karibisches Meer haben wir anscheinend schon erkundet, weil wir die Küste haben. Das kennen wir. Wir sehen auch irgendeinen Berg. Der prägt wahrscheinlich unsere Religion. Und das war's erstmal. Wir sehen, was gibt es hier auf der Karte? Weinreben, Puma, sehr viele Puma, die um uns rumleben. Und hier einen schönen kleinen Fluss an der Kante. Vögel. Also ich fand das vom Detailgrad sehr schön. Hier ist ein Wolf. Alles ist animiert. Nicht? Fluss fließt auch halbwegs vernünftig. Gut, Wasser geht nur in eine Richtung, aber das hat man, glaube ich, bei vielen dieser Spielen in der Art. Oh, hier treffen sich sogar zwei Fließrichtungen, kann das sein? Ja. Man hat Wälder, versteckte Ressourcenlager.
Die können wir auf jeden Fall später erkunden. Und Wölfe haben wir auch noch. Und ja, die Ressourcen hier sind rot. Die werden blockiert von den Tieren. Dann haben wir natürlich einen Speer. Und unsere kleine, ja, Stadt hier mit unserem Hauptbezirk und dem Stadtzentrum. Da gerade ja, nichts los ist, stehen die Leute auch in ihrer Stadt umher. Ich bin der Meinung, die sind früher rumgelaufen. Naja, gut. Stadtansicht öffnen. Machen wir. Klicken wir hier einmal rauf. Willkommen in deiner Stadt. Du musst nun ein Projekt auswählen, an dem deine Leute arbeiten. Ach ja, genau, deswegen laufen sie nicht um. Projekte schreiten in jeder Runde voran und umfassen die Aushebung militärischer Einheiten und den Bau von Verbesserungen, die Ressourcen abbauen, Güter herstellen oder die Lebensqualität der Bürger verbessern. Klicke oben auf dem Bildschirmrand auf Projekt auswählen, um deine erste Verbesserung auszuwählen. Okay, wollen wir machen. In dieser frühen Phase kann es nur ein Ziel geben, das Überleben. Essentielle Ressourcen sind, was braucht ihr zum Überleben? Nahrung, Vermögen, Materialien und Holz. Ja, ist ja wie im echten Leben. Das sind der Schlüssel zum Erfolg deiner Siedlung. Ein Hof ist nötig, um sicherzustellen, dass unsere Leute genügend Nahrung generieren, damit die Bevölkerung wachsen kann. Klicke auf das Hofprojekt. Okay, wir können also einen Hof herstellen, sammelt Pflanzen und Tierressourcen, steigert die Nahrungsmittelproduktion, das Städtewachstum zu fördern. Plus 100% Nahrung in der Region, plus 3% Stadtwachstum, plus 5% zusätzliche Regionsernte. Okay. Er braucht Holz, 15 Stück, haben wir. Laufende Kosten, 1 Holz pro Runde und wir haben nur plus 2 Holz. Okay. Und er kann dreimal aufgewertet werden. Über die verschiedenen Zeiten da unten. Einmal, ja, ich glaube zum Renaissance oder so und dann einmal zum Industriezeitalter, würde ich sagen, ist das. Konnte man noch nicht so weit spielen. Ich habe in der, ja, sag ich mal, in den Alphas, die ich spielen durfte, wirklich nur bis in die erste Stufe immer gespielt. Viel weiter ging es, glaube ich, gar nicht. Zumindest in den Versionen, die ich hatte. Da war immer ein harter Cut. Genau. Aber wir bauen mal den Hof. So, jetzt müssen wir uns aussuchen, wo wir den Hof bauen. Und eine einzelne Region, die man besitzt, kann aus x-beliebigen Feldern bestehen. Ich glaube, mindestens 1 und maximal 8 oder so. Aber 6 ist eigentlich immer so der Standard, wo man auch eine Stadt hinsetzen kann. Und ich würde sagen, dann setzen wir hier den Bauernhof theoretisch hin. Ich mache das jetzt mal, weil wir im Tutorial sind. Ich würde euch nicht empfehlen, den Bauernhof ins Stadtzentrum zu setzen, weil ihr ihn sonst später abreißen müsst und woanders hinbauen solltet. Weil natürlich die Innenstadtfelder wichtigeren Sachen vorbehalten sein sollten, wie Tempeln, Künstlerakademien, weiß ich nicht, was da alles kommt. Aber wir folgen mal dem Tutorial. Es ist Zeit für einen Hof. Jede Region besteht aus mehreren Zonen und jede Zone kann eine Verbesserung aufnehmen. Höfe sind am besten für Regionen mit hoher Nahrungsertrag oder Zonen mit einzigartigen Ressourcen geeignet, die an deinem Volk abbauen kann. Also zum Beispiel später hier bei den Weinreben oder auch bei den Sachen können wir einen Bauernhof raufstellen. Dann kriegen wir nämlich extra Korn pro Runde. Und das ist ganz gut. Du musst eine Zone für den Bauernhof auswählen. Wir haben nur eine Zone. Klicken wir. Sehr gut. Dein Volk ist auf dem Weg landwirtschaftlicher Unabhängigkeit. Deine Bürger arbeiten die nächsten Runden an dem Projekt. Jetzt musst du über deine eigenen Grenzen hinausblicken. Klicke auf die Schaltfläche zurück zur Karte. Okay. Der Hof wird errichtet, dauert 7 Runden. Und ja, der Großteil der Welt ist dir fremd. Oh ja, das ist sie. Deine Speer kann die Welt bereisen und neue Regionen mit Ressourcen, Raubtieren und sogar andere Nationen entdecken. Klicke auf deinen Speer, um zu beginnen. Da ist unser Speer. Klicke ich rauf. Nachdem dein Speer ausgewählt ist, wartet er auf seine Befehle. Die verfügbaren Aktionen werden im Menü unten links angezeigt. Das sind die hier. Ich hoffe, da bin ich nicht drüber mit der Kamera. Standardgemäßig die Bewegungs- und Terranerkunden, genau. Um deinen Speer einen Befehl zu erteilen, klickst du auf die Bewegungsschaltfläche und dann auf eine Position auf der Karte. Ja, oder wir klicken einfach auf die Karte, dann bewegt er sich auch. Ich würde nicht eingeben, wo 2 Tiere sind. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal das Tier weg oder wir sammeln den Crate hier ein. Da hier Wasser ist, würde ich sagen, gehen wir hier oben rum und machen so einen Kreis. Einmal um die Stadt. Und dann lassen wir ihn da hinlaufen.
Und wir sehen, das dauert eine Runde, wird uns angezeigt, bis er da ist. Ich glaube, da muss man über ihn rüberhavern. Und da sehen wir, ähnliches Problem wie bei Frostpunk nicht. Eine wichtige Information ist dahinter versteckt. Aber ich glaube, kann man das hier irgendwo sehen? Nee, Lager einsammeln. Steht hier auch nicht da. Das heißt, so sieht man es nicht. Bisschen blöd. Möchtest du alle in dieser Runde erteilten Befehle anzeigen, klicke auf die Befehlsschaltfläche. So, das sind die Sachen, die wir gemacht haben. Die können wir auch wieder rückgängig machen. Das heißt, erst wenn ihr die Runde abschließt, sind die Sachen auch fix, wobei es auch Sachen gibt, die einmalig ausführbar sind. Da muss man so ein bisschen reinkommen. Nicht, wenn ich Ressourcen verbrauche und irgendwas herstelle, dann ist es eine einmalige Aktion, die ich nicht rückgängig machen kann. Aber Befehle, die ich auf der Karte gebe, sind eigentlich fast alle nochmal rückgängig zu machen, außer vielleicht einen Kampf mit einem Tier. Nicht? Also, wenn ich den Kampf, bevor ich den Kampf anfange, kann ich es abbrechen. Wenn ich im Kampf bin, kann ich den Kampf nicht mehr abbrechen. Aber das ist, glaube ich, logisch. Genau. Dein Speer ist auf dem Weg, das Lager zu untersuchen. Diese Relikte vergessener Nationen können nützliche Ressourcen und andere Überraschungen bereithalten. Genau, warten wir ab. So sieht's aus. Sie haben ihr Stadtprojekt ausgewählt. Jetzt ist wieder bei Sie, nicht? Manchmal du, manchmal Sie. Und ihr Speer ist bereit, sich zu bewegen, aber die Befehle werden noch nicht ausgeführt. Wenn Sie die Option nächster Zug wählen, werden die Befehle und Aktionen gleichzeitig ausgeführt. Okay, wir sollen nächste Runde machen. Dazu gucken wir uns aber vorher noch die Informationen hier an. Du hast die Stadt Mailand gegründet und ein Prestige erhalten. Sehr gut. Was haben wir noch? Wir haben ein Lager mit Vorräten entdeckt. Okay, das da und das da. Da weist du einen auch immer schön drauf hin. Und wir sind in der Frühgeschichte, Runde 1, Akt 1. Bedeutet, das Spiel besteht aus mehreren Akten. So, dann gehen wir nochmal die anderen Elemente durch. Es gibt Regierung. Wir können drei Städte aktuell nämlich nur gründen. Da bin ich jetzt ein bisschen davor, nicht? Wartet. In einer anderen Ansicht. Wo bin ich? Da bin ich. Oh, ich nehme mich mal kurz darüber. Wir können nur eine Stadt gründen, haben ein Häuptlingstum als aktuelle Form der Regierung. Steuersatz haben wir keinen, weil Häuptlingtum hat keine, kennt sowas nicht wie Steuern, muss man auch erst erkunden. Dann haben wir Religion, haben wir auch noch nicht hergestellt. Wir sind unstrukturiert. Vorbilder haben wir auch noch keine. Das sind so seltene Persönlichkeiten, die einfach erscheinen können. Zum Beispiel wie eine Anime-Katze oder ein Kono. Nee, natürlich wie historische Persönlichkeiten, nicht wie tolle Chat-Teilnehmer. Obwohl das eigentlich eine coole Integrationsmöglichkeit wäre, wenn hier auch Zuschauer erscheinen könnten. Aber ich glaube, eine Anbindung an YouTube gibt es sowieso nicht und an Twitch wahrscheinlich noch weniger. Dann, ja, können wir hier verschiedene Regionsinfos abfragen. Welche Ressourcen gibt es hier in den Regionen? Und dann gibt es noch Beraterpositionen. Berater müssen wir aber auch erst bekommen. Haben wir also auch noch gar nicht, weil wir keine Vorbilder haben. Dann gibt es Infos zu unserer Nation allgemein. Wir haben Speer, Verbündete im Krieg, Kriegsmüdigkeit, in welcher Tech-Ära wir sind, unsere Religion, welche Modifikatoren wir aktuell haben. Platzierung natürlich. Aktuell sind wir Erster, weil wir in der ersten Runde natürlich zuerst den Zug machen. Dann kommen die anderen. Das heißt, erst in der zweiten Runde wissen wir, auf welchem Platz wir stehen. Dann Statistiken. Klar, was soll angezeigt werden in Runde 1? Es gibt keine Statistiken. Und da kann man sich dann auch alles Mögliche später anzeigen lassen. Stadtwerte etc. Und ganz wichtig, jetzt kommen wir zu, wie gewinne ich denn das Spiel? Über Prestigepunkte. Ich muss also Prestigepunkte bekommen und die müsst ihr sammeln in verschiedenen Bereichen. Militär, Handel, Regierung, Religion, Kultur, Wissenschaft, Industrie, Einfluss. Wobei ihr nicht alles benutzen müsst, aber könnt. Also wenn ihr euch zum Beispiel auf eine kulturelle Regierung fokussiert, ist das genauso möglich wie eine militärische Handelsnation oder eine wissenschaftliche Industrienation. Oder eine, die alles ausgewogen hat. Da seid ihr völlig frei und da geht's nämlich los, da ist das Spiel mehr wie eine Sandbox gegenüber Civilization. In Civilization gehst du auf einer von vier Zweigen, nicht? Eroberung, Kultur, Religion oder Wissenschaft.
So, das sind deine Ziele. Wenn du davon abweichst, kannst du die anderen Sachen nicht mehr bedienen und dann stehst du irgendwann blöd da. Hier ist es wichtig, nicht nur sich auf einen zu fokussieren. Also es macht schon Sinn, so drei Hauptfelder zu haben und so ein bisschen auch über den Rand zu gucken, um da auch Punkte zu bekommen und seine Nation in den Vordergrund zu kriegen. Ja, da sind noch weitere Hinweise, nicht, die auch am Anfang gezeigt wurden, wo die ganzen Boni herkommen. Und wir haben aktuell mit der Regierung Nation gegründet, 25 Punkte und Stadt gegründet, 1 Punkt. Das heißt, man startet eh mit 26 Prestige. Und hier unten gibt es noch den Punkt dann Militär. Hier sehen wir unseren Speer. Später kommen hier natürlich noch die anderen Sachen hinzu. Land, Wasser, Lufteinheiten, die Musterung von Soldaten und andere Sachen. Ich könnte jetzt hier raufklicken und ich könnte sagen, ich möchte eine neue Einheit bauen. Kann ich aber nicht, weil die Stadt dafür nicht vorbereitet ist. Die Stadt bräuchte halt erst die Aufgabe, Militäreinheiten auszubilden. Und die könnte ich dann hier zusammenfassen in eine Angriffstruppe etc. Nicht wahr? Ich würde sagen, genug geredet, oder? Ne, hier oben, genau. Reserve, das sind die Dinge, aus denen ich die Einheiten mache. Ressourcen sind die Sachen, die wir haben. Holz, Material, Nahrung aktuell. Dann gibt es noch Waren. Das kommt später auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen wie in Civilization, so Walfett oder so auf Vorrat zu haben. Nicht so Spezialressourcen. Dann gibt es die Forschung. Und wir brauchen noch 2 Züge, bis wir überhaupt Technologie benutzen können. Was gibt es hier nochmal? Unsere Ziele haben wir noch keine. Die Fertigung, wir stellen in der Stadt was her. Aktuell fällt ein Fest mal. Und zwar kann eine Stadt, hat so ein paar Slots, wo sie so Standardsachen herstellen kann, die der Stadt Boni geben. Und ja, am Anfang hat man die große Feuerstelle mit dem Festmahl. Und was könnten wir noch? Schmuck könnten wir diesmal noch herstellen. Schmuck würde dann später 10 Wohlstand und 15 Stadtzufriedenheit geben für 10 Runden. Aber bedeutet, man muss einen Schmuck herstellen. Das dauert 20 Runden, um einen Effekt von 10 Runden zu haben. Das gleiche aber mit dem Festmahl. Das gibt Stadtwachstum plus 5 Nahrung. Und Stadtzufriedenheit ist am Anfang wesentlich wichtiger als irgendwelcher Schmuck oder sowas. Genau. Weitere Vorräte und so können wir auch noch nicht reingeben. Die müssen wir auch erst herstellen und bauen. Aber man sieht schon, man kann schon relativ dicht rangehen. Dafür, dass es eigentlich ein Nationenaufbauspiel ist. Und ich drücke jetzt gleich auf Zug. Nochmal, was haben wir hier? Inventar. Unsere Ressourcen waren nochmal einzeln aufgelistet. Und ich sehe, die haben den Filter eingebaut. Den gab es nämlich vorher nicht. Sehr geil. Sehr wichtig. Gemälde und besondere Sachen. Später nicht. Die Meisterwerke aus Civilization sind so bekannt. Und welche Nationen, Stämme und Abkommen wir haben, am Anfang auch noch nichts. Und ich drücke jetzt. Dringende Benachrichtigung. Oha, was ist da los? Das kann ja gar nicht sein. Wichtige Benachrichtigung, was soll das sein? Nachdem dein Speer entsandt wurde, kannst du dich auf andere dringende Angelegenheiten konzentrieren. Wenn etwas Wichtiges deine Aufmerksamkeit erfordert, wird eine dringende Benachrichtigung angezeigt. Okay, Forschung ist bereit. Sollen wir also raufklicken. Und jetzt kommen wir hier hin. Erforschung einer Technologie. Deine Wissenschaftler brauchen Anweisungen hinsichtlich ihrer Forschungsaufgaben. Technologien, die durch Forschung freigeschaltet werden, gewähren Vorteile wie eine Neuverbesserung, Regierungsform, Fähigkeiten deiner Bürger, Prestige. Bewege dein Cursor über eine der Technologie, um zu sehen, was sie freischaltet. Linksklicke eine Technologie, um mit der Forschung zu beginnen. Ja, kennt man auch nicht. Wir könnten Kornspeicher erforschen, würde uns ein Getreidelager bringen. Brot würde es als Ressource uns geben, die wir herstellen könnten. Kornspeicher auch nochmal als Gebäude. Ich glaube, nee, warte mal. Getreidelager ist, glaube ich, die Ware. Brot, wie heißen die? Güter oder so. Und Korn, das ist ein Gebäude. Warte mal, was steht hier drüber? Es ist Verbrauchsmaterial, genau. Und das ist ein... Auch ein Verbrauchsmaterial. Okay, beides Verbrauchsmaterialien.
Und wir könnten Reiskorn aus Ressource Reis gewinnen, wenn wir den Kornspeicher hätten. Eine Seilerei, Kräuterkunde, Gärung, Töpferei, Tierzucht, Bogenschießen. So. Hier kann man sich halt so ein bisschen nicht in die Richtung begeben, wo man hin will. Und hier kann man nochmal, ich mach mal das weg, das finde ich ganz gut. Ich kann ja auch auf Ostblend gehen. Frühgeschichte, da sind wir aktuell drin. Dann kommt die Bronzezeit, dann die Eisenzeit, dann die Antike und dann geht's weiter. Frühes Mittelalter, Hochmittelalter, Renaissance, Aufklärung, Maschinenzeitalter, Atomzeitalter, Informationszeitalter und Singularitätszeitalter. Das aber erst im Akt 3, das ist Akt 2. Wir sind im Akt 1, der aber aus 4 einzelnen Kapiteln besteht. Und ja, da müssen wir uns erstmal durcharbeiten, bis wir da hinkommen. Und ich würde sagen, Kräuterkunde ist interessant. Ich weiß gar nicht mehr, was clever war am Anfang. Ich hatte da so meine Wege, aber ich meine, wir haben Wein hier. Also wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir auf Gärung gehen, weil dann könnten wir Wein herstellen. Wein könnte man also handeln, dann entsprechend. Wir können aber auch auf Tierzucht gehen, aber wir haben gar keine Tiere in unserer Umgebung, nicht? Also die Umgebung sollte euch auch so ein bisschen beeinflussen, was wähle ich. Ich würde sagen, da alles eh gleich lang dauert und wir alles erforschen können, nicht müssen, wichtig. Wenn ihr sagt, ihr braucht keine Bogenschützen, weil ihr später auf Armbrust geht, könnt ihr das auch weglassen bei der Erforschung und einfach weitergehen. Dann kommt ihr schneller voran, lasst aber vielleicht Prestigepunkte zurück und habt dafür aber den Vorteil, schneller zu sein und vielleicht eine andere Technologie vor dem Gegner zu bekommen, um besser dazustehen. Also hier muss man ein bisschen taktieren. Man muss eine gewisse Anzahl an Grundtechnologien wählen. Ich glaube so 5. Aber man muss nicht alle machen. Und das finde ich sehr spannend. Man kann die dann auch nicht nachträglich erforschen. Das ist wichtig. Also ich kann nicht sagen dann 200 Jahre später, jetzt brauche ich den Bogenschützen. Ist nicht. Da musst du den Armbrustschützen nehmen. Und der ist wesentlich dann teurer vielleicht zu dem Zeitpunkt. Ansonsten hast du keine Fernkampfeinheiten. Wenn du aber weißt, du willst gar keinen Krieg führen, brauchst du vielleicht gar keine Fernkampfeinheit. Ich finde die Ansätze auf jeden Fall spannend und sie haben sich zumindest in den Alpha-Versionen, die ich spielen konnte, sehr gut gespielt. So. Hier unten geben auch noch Prestige, nicht wahr? Da würden wir dann im Prestige-Rank nach oben rutschen, wenn wir das erforschen. Vielleicht gehe ich deswegen erstmal auf die Tierzucht, um mit den Prestige mitzuhalten. Falls wir doch noch Tiere finden, dann können wir sie benutzen. Wir können eh noch nicht sofort hier das Gebiet erkunden und da was bauen, nicht? Den Flug brauchen wir sowieso und, und. Wir haben unsere erste Technologie ausgewählt. Wir kommen in den Genuss ihrer Vorteile, soweit die Forschungsarbeiten abgeschlossen sind. In Ara ist die Technologie in Technologie Ehren unterteilt. Um in die nächste Ära vorzudrücken, müssen wir die Epochenkatalysatoren erforschen. Diese wird freigeschaltet, sobald eine bestimmte Anzahl an Technologien erforscht ist. Genau. Also man erforscht 5 Sachen und dann kann man die nächste Stufe erforschen und weiter vorangehen. Sobald wir den Epochenkatalysator erforscht haben, stehen uns alle unerforschten Technologien der betreffenden Ära nicht mehr zur Forschung bereit. Sagt er auch nochmal, sehr gut. Ich brauche eigentlich das Tutorial nicht, nicht? Ich habe es halt schon ein bisschen eingeatmet, das Spiel. Ich habe bestimmt schon 300 Stunden in Alphas in das Spiel investiert. Im letzten Wochenende, wo man es irgendwie eine halbe Woche spielen konnte, habe ich fast nicht mehr gestreamt, weil ich nur das gespielt habe. Man durfte leider vorher nichts veröffentlichen. Ja. Okay. Wir erforschen jetzt die Technologien. Und ich würde sagen, nächste Runde. Wir müssen den Hof errichten. Dauert immer noch 5 Runden. Und wir haben jetzt hergestellt. Wir haben ein Lager mit Vorräten gesammelt und Folgendes erhalten. 2 Gewürze, 2 Edelmetalle und 2 Salz. Gucken wir hier. Aha, Gewürze, Edelmetalle und Salz. Irgendwo gab es einen Umschalter, dass man sehen konnte, welche Ressourcen hier drauf sind, dauerhaft. Das mag ich eigentlich ganz gerne, muss ich dann mal im Menü gucken, dass man halt sieht, hier sind 4 Nahrung oder so drauf. Finde ich besser, als wenn man gerade beim Bauen nur das dann sieht, nicht wahr? Okay, was ist hier? Einheit ist untätig. Okay. Wir können jetzt mit ihm hochgehen. Aber nein, wir gehen auf das... auf den Wolf, nicht wahr? Die wollen wir weghaben. Da sind sie. Ganz schön viele. Oha. Ja, da müssen wir aufräumen, würde ich sagen.
Unsere Späher ist auf dem Weg zum Jagen. Pro Raubtier gibt es eine Gefahrenstufe, die sich darauf auswirkt, wie schnell und einfach unser Späher sein Ziel besiegen kann. Vorsicht! Die gefährlichsten Tiere können unser Speer verletzen und töten. Bewege den Cursor über das Raubtier. Jagen erforderlich. 1. Gefahr. 2. Um die Gefahrenstufe anzuzeigen. Okay. Also, wir haben hier Level 3. Er hat hier Gefahr 2. Könnte eng werden. Und das meine ich nicht im Witz. Es kann wirklich eng werden. Ich hoffe nicht, dass wir unseren ersten Speer gleich an den ersten Wolf verlieren. Das Gute gegenüber zum Beispiel Humankind ist, die Wölfe sind statisch. Wenn ich hier reingehe, kann ich den Crate erforschen und weitergehen. Das Einzige, was die Tiere machen, sie verhindern, dass ich eine Stadt gründen kann oder halt die Ressourcen nutzen kann an der Stelle, weil sie im Weg sind. Wenn ich hier die Region haben will und das Feld haben will, muss ich sie töten oder aus dem Weg räumen. Genau. Aber warten wir. Zack. Und nichts passiert. Zack. Nächste Runde. Zug 5. Jetzt können wir noch sagen, brich ab, greif nicht an. Aber wir wollen ja, dass er angreift. Deswegen wird er nächste Runde da in den Angriff übergehen. Und noch 3 Runden, bis unser Hof fertig ist. Wir können jetzt noch in die Stadt gucken. Wir haben aber noch keine Annehmlichkeiten oder irgendwelche Sachen, nicht? Das kommt jetzt im Tutorial halt alles erst rein. Zack. Raubtier beseitigt. 5 Nahrung, 1 Pelz haben wir bekommen. Ein bisschen was hat er abbekommen. Er heilt sich auch nicht, solange wir ihn nicht selber heilen lassen. Beim Entfernen einiger Raubtiere hast du folgendes gefunden. 1 Pelz, 5 Nahrung. Sehr schön. Und 10 Gesundheit verloren. Das geht ja noch. Und die erste Forschung ist abgeschlossen. Die Tierzucht gibt uns 5 Prestige. Wir können den Flug bauen. Dafür brauchen wir aber die entsprechenden Gebäude, wie eine Werkstatt, eine Fertigungsgilde oder eine Fabrik und kann im Industriebetrieb, Hof oder bewässerter Bauernhof eingesetzt werden. Ja, Rindfleischspökel, genau das gleiche, in der Metzgerei hergestellt. Und die Metzgerei können wir auch bauen, gibt uns auch Prestige. Da brauchen wir aber Fleisch für natürlich. Sonst arbeitet die nicht. Kamele, Pferde, Elefanten, Bisons, Hausschweine, Hausschafe, Hausziege, Lama und das können wir zu Wildbret und Elfenbein verarbeiten jetzt. So, wir haben aber keine Tiere, aber da unten sehen wir schon die Mukus. Ja, passt mal auf, wenn ich bei euch bin. So, die nächste Technologie würde jetzt auf die Gärung gehen, nicht wahr? Die brauchen wir in Zukunft. Und wir haben das nächste Lager geleert und kriegen 2 Sirup, 2 Edelsteine und 2 Leder nochmal. Oh. Was uns die ganzen Waren bringen? Erstmal noch nichts. Am Anfang sammelt man, nicht? Nahrung bringt natürlich was und Holz und Materialien werden auch verbraucht. Also muss man die auch haben. Aber lassen wir es erstmal so. Hier werden Level 3 Tiger, Gefahr 5, der ist tödlich. Den lasse ich weg. Ich würde sagen, wir gehen noch gegen diese Wölfe hier. Ab in die nächste Runde. Harte Arbeit zahlt sich aus. Zwischen den Runden läuft die Zeit weiter. Um die verstrichene Zeit anzuzeigen, bewege den Cursor über die Benachrichtigung auf der rechten Seite. Der Hof ist fertig. Auf die Benachrichtigung, um einen genaueren Blick zu werfen. Zwischen den Runden läuft die Zeit nur weiter. Genau, in der Runde steht die Zeit still. Genau. Verbesserung Hof ist abgeschlossen. Wir sehen ihn im Hintergrund. Dein Bauernhof ist fertig und erzeugt nur mehr Nahrung für dein Volk. Neben der Nahrung kann er auch andere Ressourcen anbauen, wenn er über eine einzigartige Ressource platziert wird. Wenn dein Hof fertig ist hat die Stadtwarte und deine Stadtwarteschlange leer ist, ist es an der Zeit, dein nächstes Bauprojekt zu wählen. Klicke auf die Schaltfläche Projekt wählen. Zu viel geredet in der Runde, nicht wahr? So, wir können jetzt Wohnungen bauen, erhöht den Wohnraum. Wir können eine Werkstatt bauen, dann könnten wir nämlich Sachen herstellen. Wir sehen auch, was wir herstellen können. Zum Beispiel Körbe, den Flug, den haben wir erforscht und irgendein primitives Werkzeug. Die Metzgerei könnten wir herstellen. Aus Fisch oder Fleisch könnten wir Sachen herstellen, haben wir aber nicht. Wir könnten noch einen Hof bauen oder einen Speer ausbilden oder einen Speerkämpfer oder einfach nur Reichtum anhäufen, indem wir nichts machen. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Speer.
Deswegen nehmen wir den. Eine Werkstatt ist die entscheidende Verbesserung für deine Nation. Der Bau ermöglicht dir die Fertigung von Waren. Ja. Das kann er mir erzählen, aber ich brauche erstmal einen Speer. Weil ich will ja erstmal erkunden und zwar vor den anderen Nationen ein bisschen Gebiet abstecken und dann mich ausbauen. Da die Werkstatt, die kriege ich auch später. Hof ist fertig, wir gucken ihn uns nochmal an. Und ich würde sagen, das ist doch ein guter Abschluss für die erste Folge von Ara History Untold. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei. Denn jetzt geht es erst richtig los. Das war die Einleitung. Bis gleich.